Hallihallo, Hallöchen. Schön, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay von Gangster Guy und dem Objekt 907. Ja, Karte ist Vardy und ich bin schon sehr gespannt. Ich muss sagen, ich finde den Panzer rein optisch ein wirkliches Highlight. Gefällt mir außerordentlich gut. Und dementsprechend muss man den natürlich auch zeigen. Ja. Tier 10 ist er. Ansonsten 9er, 8er logischerweise, aber die 10er sind hier in der im Großen und Ganzen deutlich überlegen. Fast die Hälfte des Teams und einen Hit hat er schon verteilen können. Da kommt ein T49 vielleicht jetzt rum. Den will er sich jetzt wohl so ein bisschen vornehmen da unten. Der, oh, Waffenträger auf Ehren 100. Angsteinflößendes Gerät. Nee, da ist der T49. Fährt jetzt ganz weg. Jetzt. Die Mitte ist lustigerweise sehr ungedeckt, also gerade hier in der Mitte, wo immer viel los ist und auch hier in dem Flussbett, da diesmal gar nichts Krasses am Start. Da der WZ, der da so ein bisschen hochlurrt. Gefühlt hat man so den Gedanken, er weiß noch gar nicht so wirklich, was er machen will. Aber jetzt hat er einen Plan, der schaut wohl aus, dass er die KJ-Linie da entlang fahren will. Das, die Su, ja, da lässt er, da guckt er gar nicht mehr drauf, das lässt er gleich den Skoda machen. So, jetzt ist da auch noch der WZ offen. Aber wie gesagt, Skoda macht schon die Su weg. Und er gibt jetzt hier Vollgas da entlang. Wirklich noch sehr ausgeglichen, auch keine der beiden Seiten irgendwo einen taktischen Vorteil von der Karte her. Also beide so gefühlt nehmen direkt die Hälfte der Karte für sich ein. T49 hat hier versemmelt, dementsprechend kann er da jetzt nochmal drauf gehen. Auto-Aim und der sitzt. T49, 20 Sekunden Reload. Jetzt rammt er den nochmal. Und jetzt macht er den weg. Ja, den T49 hat er komplett mal alleine für sich beansprucht. So, und jetzt auf den VK. Der schaut da zwar zu ihm, hat ihn aber den Arsch zugedreht. Jetzt kommt er nicht runter, jetzt prallt er aber auch noch ab. Der Löwe kommt da jetzt auch rum. Er kettet den jetzt. Löwe kommt jetzt rum. Er fährt jetzt weiter vor. Arti hält hier auch noch rein. So. Und jetzt macht er ein One-on-One wohl mit dem Löwen. Kettet den jetzt weiterhin. Das Ketten selber bringt ihm jetzt gar nicht so viel, muss man mal sagen. So, und jetzt parkt er sich unter ihm. Ja, sehr gut. Sehr schön gemacht. Sehr nice. So, jetzt kommt der IS-3 hinter dem VK. Und jetzt kettet er den perfekt. Der hat er repariert. So minimal hier der Rammschaden und prallt jetzt hier ab und jetzt hat er die Seite und nimmt ihn jetzt damit raus. Sehr schön gemacht. T110E5. Ah, da wird dann das Munitionslager rausgenommen. Hat er schnell repariert. Und da jetzt der böse, böse Waffenträger. Hat jetzt normal noch weitergeladen, kein HE. Waffenträger zieht sich aber auch wieder zurück.
Da der Jagdpanther. Na? Da hat er sich keine Ahnung, was da jetzt die Bedenkzeit gemacht hat, was er da, auf was er gewartet hat. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ah, jetzt schießt er mal schneller. Da sieht man auch, geht doch direkt auch so. Und nochmal. Und lädt so schnell nach, dann macht er den auch weg. So, da unten haben wir jetzt einmal die Arti. Und das Objekt 704 steht da auch noch, aber er hält sich erstmal an die Arti ran. So, Arti weg. Und Objekt 704, den Krieger hat aber sowas von verdient bis dato. So, nein! Ah, schade. Der Kill war ihm dann nicht vergönnt. Und jetzt lediglich noch das 704er Objekt und dann war es das auch schon. Da kommt er locker hinten drauf. Und der Last One, ja, das war seiner. 7784 Schaden gemacht. Wirklich eine schöne Runde gespielt. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Kommentiert natürlich auch gern, was ihr zum Objekt sagt. Würde mich mal interessieren. Ansonsten viel Spaß bei World of Tanks, euer Alcamba.